Hallo und herzlich willkommen bei Radio VR. Heute bin ich ein richtig alter Sack. Der Paul Falk ist hier. Noch bist du 20, richtig? Genau, ich habe mich extra nicht rasiert für dich, damit du jünger aussiehst. Und ich habe mich rasiert extra. Eine tolle Mischung. Wir könnten jetzt auch sagen, Kaiser Karl ist zu Gast bei Radio VR. Weil irgendwie hast du was mit dem Kaiser Karl zu tun. Genau, ich spiele im Luther Pop-Oratorium, was ich zusammen mit meinem Vater geschrieben habe, und Michael Kunze, spiele ich Kaiser Karl, den jungen Kaiser, der damals 17 war und der das ganze deutsch-römische Reich regiert hat. Spielst du das immer zurzeit auch noch? Genau, wir touren zurzeit und unser Höhepunkt ist im Oktober dann in Berlin, in der Mercedes-Benz Arena, das wird vom ZDF übertragen. Boah, kommst ganz schön rum, ne? Ach ja, ich genieße das total. Und das denke ich mir. Ja. Im Moment ist dann dein Papa, der Paul, noch etwas bekannter, aber du bist ja gerade ganz stark dabei, den zu überholen. Ach, also, das ist jetzt nicht mein Ziel. Also nur damit ihr es wisst, der Dieter ist unter anderem Produzent gewesen von Pur und hat mal angefangen mit christlicher Musik. Wie kam er auf diesen Trichter? Oder da musst du ihn fragen, wie er darauf kam, aber ich glaube, der ist groß geworden so und mit der Musik und hat deswegen angefangen, diese Musik zu produzieren. Aber ich glaube, die Fragen kann er dir besser beantworten als ich. Wo fragen wir dann mal, wenn er noch kommen sollte, schauen wir mal. Du machst jetzt oder bist seit dem 8. Lebensjahr schon mit Musik im Grunde verbunden, weil mit 8 warst du schon das erste Mal auf einer Musicalbühne, in so einem Kindermusical. Welches Musical war das damals? Das war Josef, ein echt cooler Träumer, so ein Kindermusical, ganz nett geschrieben, und da war ich der kleine Josef und es hat sehr Spaß gemacht. Wir haben das im kleinen Rahmen im Gemeindehaus aufgeführt und das hat mir sehr Spaß gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ist das irgendwie auch durch den Papa halt irgendwie gekommen, mit der Musik so in Verbindung zu kommen? Ja, ich meine, das kann man nicht leugnen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Er macht Musik, ich mache Musik. Klar ist das sicherlich den Wurzeln geschuldet, aber das finde ich ja auch schön. Wir machen ja zusammen Musik, haben sehr viel Spaß. Falk & Sons, haben unser Familienprojekt Falk & Sons gemeinsam. Und ich habe eher Freude daran, mit dem Vater und dem Bruder auf der Bühne zu stehen, als dass ich sagen würde. Ach, der Bruder auch? Ja, der Bruder ist auch dabei. Okay. Das wäre uncool. Also es ist wirklich cool und es macht sehr viel Spaß. Und es bleibt in der Familie, ne? Genau, und es bleibt in der Familie, Und man ist ehrlich zueinander, ne? Wie in der Familie ja auch. Das wäre jetzt der nächste Satz gewesen, weil da kann man sich mal die Meinung sagen, ohne dass der andere direkt richtig pikiert wäre oder so, ne? Genau, weil man sich ja kennt und man weiß auch, wie reagiert der drauf. Also man ist auch dann, weiß genau, wie man es dann am besten anpackt, wenn man Kritik übt. Ja, man kennt den anderen halt ein bisschen, ne? So ist es, ja. Wie kriegen wir den Papa am besten? Neben Musical hast du schon in etlichen TV-Rollen mitgespielt, Synchronsprecher für diverse Kinderfilme, sogar damals schon. Bist du heute auch noch Synchronsprecher oder hat das etwas nachgelassen erst durch die eigene Musik? Also ich habe leider wenig Zeit dafür, weil ich ja mit der Musik total viel unterwegs bin, mit unserem Familienprojekt und jetzt meinem Album. Ja. Aber es hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht und vielleicht kommt es ja wieder zustande. Oder wird mir jetzt nicht schlecht, oder? Was meinst du? Ist ein gutes Standbein irgendwie auch als Synchronsprecher? Ja. Schauspielerei ist ja eher mein zweites Standbein. Ich bin ja von der Synchronsprecherei zur Schauspielerei gekommen und das mache ich nebenbei immer ab und zu, wenn Zeit da ist. Wie viel Zeit geht im Moment für Musik drauf, die ganze Woche? Ja, 100%. Oha. Aber ist auch schön so, denn mein Herz schlägt für die Musik und jetzt ist endlich mein Album draußen und kann mich mit dem beschäftigen, was ich auch immer noch wollte. Ja. Die erste Single war 1000 Lieder. Allererste Liebe. Entschuldigung, das habe ich dir noch falsch aufgeschrieben. Ja, super auch. Das Album heißt 1000 Lieder, kommt jetzt am 14.07., also am Freitag, kommt das raus. Die erste Single, Allererste Liebe. Was mir aufgefallen ist beim ganzen Album, es sind zum Teil sehr, sehr tiefsinnige Texte mit dabei. Man könnte auch meinen, du musst in diversen Texten und in auch diversen Musikstücken die allererste oder auch die zweite oder die dritte Liebe verarbeiten, die mal da gewesen ist, die in deinem Alter vielleicht noch wer tun kann, als wenn man etwas älter geworden ist. Ist das so der richtige Eindruck, den ich von dem ganzen Album habe? Ja, auf jeden Fall. Man verarbeitet die allererste Liebe, man verarbeitet das erste Mal verlassen zu werden, im Titel Abgerockt. Ja. Aber dann gibt es eben auch das Gegenteil, die ganz fröhlichen Momente, die Partymomente, wo ich mit meinen Jungs auf Sizilien war und wir das Abitur gefeiert haben. Ein Abi-Song. Dann gibt es noch den Abi-Song später. Richtig. Und dann gibt es aber auch melancholische Momente, wo man zurückschaut in eine Zeit, die auch ich als 20-Jähriger vermisse, und zwar meine Kindheit. Also es ist alles dabei. Ja, das Album ist sehr vielschichtig. Im Grunde genommen ist fast eine Autobiografie von deinem bisherigen Leben, kann man das so sagen? Absolut.
Hast du die Texte selber geschrieben oder habt ihr auch die Texte schreiben lassen? Nee, also Text und Musik ist alles von mir. Ja? Ich habe dann in der finalen Phase mir Hilfe geholt von einer Texterin, die nochmal meine Texte überarbeitet hat, mhm. Maya Singh aus Berlin. Ja. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil auch sie als Frau gerade nochmal eine andere Perspektive, ein anderes Licht drauf hat. Und das ist gut so. Das müssen wir jetzt aber nicht unbedingt hervorheben, oder? Nein. Nein, weil wir Männer sind doch cool. Ja, wir Männer sind cool. Aber manchmal braucht man auch Frauenpower. Ja, die kann dann ganz gut tun, auch ja. wenn es mal ein Arschtritt ist. So. Und so war es. Ja. Ein Song, der mir noch mit ins Auge gefallen ist, Weg von hier. Mhm. Was verbindest du mit diesem Song? Den habe ich geschrieben für eine gute Freundin, in der ich viel mehr sehe als sie selbst. Mhm. Aber die kommt irgendwie aus ihren Alltagszwängen jetzt nicht heraus und verwirklicht ihre Träume deswegen nicht. Und das ist schade. Und deswegen muss ihr einer einfach mal sagen, in dem Fall bin's ich, mit diesem Lied, du musst weg von hier und du musst das tun, was du möchtest und wozu du dich berufen fühlst und nicht irgendwie, was andere denken, was du tun sollst oder nicht deine Träume verwirklichen. Und ich denke, die Phasen im Leben kennt man. Das heißt, in dem Fall, in Anführungszeichen jetzt, gibst du dieser Frau einen Tritt in den Hintern, auch in Anführungszeichen, nach dem Motto, werd mal wach, guck du mal, was da sein könnte. Genau. Wo dann deine eigentliche Berufung sein könnte. Ja. Und verlass den jetzigen Weg. Auch nicht schlecht. Du hast zwei Songs dabei. Allererste Liebe, haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Da geht es um wahrscheinlich deine allererste Liebe, die du irgendwann verloren hast. Und danach kommt ein Song, Bitte komm zurück. Ist das bezogen auf die allererste Liebe oder generell? Die sind ja auch schon ein bisschen auseinander, die Songs. Das habe ich jetzt extra so gemacht, dass man nicht denkt, meine allererste Liebe ist jetzt weg. Nein. Du musst trotzdem fragen. Es geht, Bitte komm zurück, geht es darum, dass jeder einen Menschen hat, den man vermisst im Leben, der leider nicht mehr zurückkommt. Und das hat angefangen mit meiner Oma und meinem Opa, die schon früh gestorben sind. Und dann letztes Jahr war es so, dass eine Klassenkameradin von mir gestorben ist. Oh. Ich selber hatte mit ihr gar kein enges Verhältnis, aber man hat sie irgendwie jeden Tag gesehen. Und man hat mal Hallo gesagt, mal ein paar Sätze miteinander gesprochen, man hat sich auf der einen oder anderen Party gesehen und der Mensch ist dann auf einmal für immer weg und das beschäftigt einen natürlich. War es ein Unfall? Es war ein Unfall, genau. Aber würde ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Die Sache ist die, dass es einfach mich auch beschäftigt hat, weil das erste Mal in meinem Leben jemand in meinem Alter gestorben ist, der nicht mehr kommt, der nicht mehr da ist. Und deswegen habe ich so verzweifelt Kontakt mit diesem Menschen versucht aufzunehmen in Bitte komm zurück. Also von wegen so, jetzt komm doch einfach zurück, wenn es so einfach wäre. Leider ist es das ja, nicht. Leider nicht, und, nein. Und quasi ihr sage, du fehlst hier und wir wollen dich alle wieder haben. Woher kommt deine Tiefsinnigkeit? Weil du hast viele Texte, die richtig tief gehen. Es ist ja kein Deutschpop-Album, wo man jetzt sagen könnte, oh, da machen wir mal richtig geile Party drauf. Im Grunde sind ja 70-80% der Texte sehr, sehr, sehr tiefsinnig. Die sich ja wirklich mit dem, was passiert ist, was kommen könnte, was passieren sollte, beschäftigt. Woher kommt diese Tiefsinnigkeit? Ich kann es mir so erklären, dass für mich ist Songwriting ein Ventil. Mhm. Das heißt, wenn man gerade Phasen hat im Leben, wo man nicht so zufrieden ist, und die hat ja jeder, ja, dann verarbeite ich diese Phasen, indem ich daraus Lieder mache und versuche, die Gefühle, die ich habe, zu teilen und auch andere Wunden zu heilen von Leuten. Und ich habe die Erfahrung, dass bei vielen Konzerten dann immer Leute danach auf mich zukommen und sagen, das habe ich genauso erlebt. Oder ich hatte auch eine allererste Liebe, an die ich auch noch denke. Ich meine, das hatte ja jeder. Und deswegen mache ich Songs, um diese Gefühle zu teilen. Und oft ist es dann auch so, wenn ich dann gerade mal richtig gut drauf bin oder richtig fröhlich bin, dann genieße ich das Leben und feiere mit meinen Freunden oder bin im Urlaub. Und dann komme ich nicht zum Songschreiben. Aber meistens dann halt so, dass ich über die nachdenklichen Sachen als Ventil Songs schreibe. Ja gut, wenn ihr heute in Urlaub fahrt, ist ja meistens auch dann 2 Wochen Party angesagt, oder? Oftmals. Nach dem Abitur war das schon der Fall. Das möchte ich jetzt gar nicht leugnen. Da war volle Party. Wo wart ihr? Wir waren auf Sizilien. Mit meinen besten Freunden waren wir zu fünft. Mhm. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Und darüber gibt es auch ein Lied. Das heißt Tanzen. Also wo wir festgestellt haben, es gibt nichts Schöneres, als eben hier und jetzt zu sein und das zu genießen. Mhm. Und deswegen tanzen wir, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja. Das Album kommt jetzt am Freitag raus. Also wir können es nur empfehlen. Wir haben es also schon komplett durchgehört. Also jeden einzelnen Song, weil sonst wüsste ich auch die Fragen dazu nicht. Es ist ja Deutschpop, also kein normaler Deutschpop im Grunde genommen. Wie würdest du diese Richtung irgendwie bezeichnen? Weil es ist ja,
ja, es könnte ein bisschen Burani, könnte ein bisschen mit drin sein. Es könnte ein bisschen Mark Forster könnte ein bisschen drin sein. Es sind viele, die da einfach Element. Ja, ja, auch von der Tiefsinnigkeit her, zum Teil auch ein bisschen vom Naidu. Ja. Von allem irgendwie etwas, ne? Also es ist sicherlich Deutschpop und Singer-Songwriter. Und natürlich finden sich Elemente von den großartigen Künstlern wie Andreas Burani und Max Giesinger. Max, den habe ich noch vergessen, richtig. Er kommt ja hier aus der Ecke. Wie sie alle heißen, Johannes Oerding. Aber es sind, in diesem Album sind auch sehr nachdenkliche Momente drin und auch sehr mutige Momente. Was bezeichnest du als mutig? Ich finde, Bitte komm zurück, finde ich mutig. Ja. Das ist ein mutiges Lied und Immer mehr ist auch ein mutiges Lied. Das habe ich für meine Mutter geschrieben, die von Anfang an dabei war, immer an mich geglaubt hat. Und das sind quasi 4 Minuten 30 nur Piano und Stimme und am Ende ein kleiner Cello, der dazu kommt. Und das war natürlich auch so. Am Anfang habe ich gedacht, es muss jetzt groß klingen. Ich habe Orchesterarrangement gemacht, Gitarren, Solo und alles, also volles Programm. Und sagte mein Vater, mach mal weniger. Mach mal nur Stimme und Klavier. Und das hat dem Ganzen gut getan, weil man sich auf den Text konzentrieren soll. Das ist dann der Rat eines Vaters doch, vor allem der ein bisschen Ahnung hat er ja von Musik. Kann man ja nicht eben ja nicht absprechen. Auf jeden Fall. Ich habe ja das Album selber produziert, den größten Teil, und dann bin ich mit meiner Band ins Studio gegangen und ganz am Ende habe ich dann quasi den Rat meines Vaters hinzugeholt und hat dann nochmal die entscheidenden Tipps gegeben. Und ein Tipp war eben dieser, mach mal weniger. Und das hat gut getan. Solchen Songs wie Bitte komm zurück und Immer mehr. Was wünschst du dir, was du mit diesem Album, vor allem mit der Musik auf diesem Album erreichen möchtest, erreichen könntest? Dass Leute sich identifizieren können mit den Texten, mit den Liedern, dass ich mit meiner Band so viel wie möglich live unterwegs bin, nächstes Jahr eine kleine Tour mache und live ist für mich immer das Schönste, wenn man dem Publikum direkt ins Auge schauen kann, die Reaktion sehen kann und ich habe ja auch schon die meisten Songs live performt bei unseren Konzerten und das macht einfach total Freude und es gibt nichts Schöneres, als wenn die Leute deine Songs singen. Machst du das mit kompletter Band dann, wenn ihr unterwegs seid? Also ich meine jetzt auch, wenn du auf euren, mit Falcon Sons, auch mit kompletter Band die Songs dann? Genau, das ist mit kompletter Band und ich mache aber auch ein paar Konzerte ganz alleine mit Gitarre und mit Klavier, dann quasi im Singer-Songwriter-Style, die gibt's dann auch. Welche Instrumente kannst du alle spielen? Also Klavier spiele ich, ist mein Hauptinstrument, Akustikgitarre. Und da kann ich auch ein bisschen so mal hier und da Schlagzeug. Aber vor allem der Fokus liegt auf dem Klavier und der Gitarre. Gut, am Klavier wahrscheinlich auch die beste Möglichkeit, um Songs fertig zu machen, oder? Das stimmt. Wobei ich auch sehr erstaunt darüber bin, die Gitarre ist auch ein tolles Instrument, um Songs zu schreiben. Ich spiele erst seit einem Jahr Gitarre. Ja. Wollte es mir unbedingt beibringen, weil ich immer auch in der Mitte stehen wollte, in der Bühne. Und ich links außen. Ja, so, mit dem Flügel geht das schlecht. Ich wollte dem Publikum ins Auge schauen. Ne? Ja. Und das ist schön, wenn man direkt das Publikum vor sich hat und wie sie auf einen reagieren. Und mit so einem riesen Flügel geht das schlecht. Da ach, da links so, ist ja auch noch einer. Wo sind ja, und deswegen, aber auf der Gitarre kann man eben auch tolle Songs schreiben. Und 1000 Lieder ist ein Song zum Beispiel. Der erste Song, den ich auf der Gitarre geschrieben habe, der mir auch mal Freude macht zu spielen. Ja. So, wir haben jetzt aber die meisten Fragen durch. Das Album ist ab Freitag im Markt oder auf dem Markt, wahrscheinlich überall zu kaufen, wo man überhaupt nur CDs kaufen kann, von Amazon angefangen, über Mediamärkte, Saturn, schieß mich tot. Werbeaufträge gerne willkommen von den genannten gerade. Macht mal. Wir hören gleich noch was ganz Nettes. Welchen Song wirst du gleich performen? 1000 Lieder. 1000 Lieder? Genau. Den hört ihr gleich noch. Ich sage schon mal danke fürs Interview. Gerne. Und bis gleich. Ciao.